Und damit herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Schaut mal hier, der zweite Abschnitt von unten. Der Banditenhauptmann Dexter hat die Leute aus Korinnes verschleppen lassen. Dexter soll sich irgendwo südlich von Unas Hof befinden. Es ist 13.25 Uhr, ich schlafe bis zum nächsten Morgen. Und dann werfe ich doch mal einen Blick auf die Karte, denn ich bin doch hier bei Unas Hof. Und im Süden ist hier tatsächlich ein Turm eingezeichnet. So, dann gehe ich da doch mal hin. Ne? Ich frage mich nur, wie Ich ich da habe so hinkomme. einiges gehört. Also hier Ich nicht. erzähle. Wenn ich am Heuballen hängen bleibe, dann komme ich da bestimmt nicht hin. Vielleicht da links irgendwo, könnte ich mir vorstellen. Da ist ja auch diese Felsspalte. Vielleicht führt da ja irgendwie so ein versteckter Weg hoch oder so. Ich muss nur aufpassen, weil hier ein paar Suchende unterwegs sind. Na, da oben, ach, da oben ist er ja, der Turm. Guck mal. Ich glaube, ich bin jetzt zuletzt so richtig lang gelaufen, als ich die Sichtweite noch ganz niedrig hatte. Läuft er oder bewegt er sich nicht? Der bewegt sich nicht. Komme ich an dem vorbei, ohne dass er mich angreift? Nein. Wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Ja, komm, lass gut sein. Ich bin doch schon wieder weg. Haha! Edge Badge. Ich treffe dich und du mich nicht. So. Nein! Hey! Verdammt! Der Baum ist zu klein. Was wollte ich da gerade sagen? Ich war gerade irgendwo. Keine Ahnung mehr. Hab's vergessen. Ist auch nicht so wild. Ach so, doch, genau. Ist eine neue Aufnahme. Und wie ihr seht, ist deswegen das Inventar wieder auf null gesetzt. Also genau gesagt, die Auswahl, der Auswahlcursor war wieder ganz oben, weil das eine neue Aufnahme ist. Und ich nehme testweise mal auf die SSD auf statt auf die Festplatte. Rein hypothetisch sollte das so besser laufen, besser funktionieren. Was mir allerdings Sorgen macht, ist, dass das Spiel selber auf der SSD liegt. Und dass sie es vielleicht nicht ganz komplett schaffen könnte mit beidem. Aber schauen wir mal. Okay, hier kriegt er mich nicht. Ich habe da noch einen Trank danach. Ich muss hier, bevor ich hier weitermache, auf jeden Fall nochmal Tränke kaufen. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Das war mein letzter. Und wie sieht es mit Heilung aus? Ich brauche 80, ich denke immer 70. Und ups, eine Milch. Eigentlich wollte ich das gebratene Fleisch. Aber komm, trinke ich halt eine Milch. Und esse ein Brot. So, weiter geht's. Ja, ne? Das war's dann mal. Achso, ja, okay. Das habe ich aus Versehen wieder getrunken. Egal, was soll's. Auf damit. Ist ja okay. Kann man einmal machen. Guck mal, der hat auch wieder einen Mana-Trank dabei. Ist ja nett. Bisschen Gold, Schwefel. So, wo kriege ich Mana-Tränke her? Hier? Ganz sicher nicht. Mana-Tränke kriege ich in der Stadt bei Zuris. Und ich habe beim Durchlesen des Tagebuchs noch was gesehen. Und zwar habe ich herausgefunden, dass Halvor der Händler, der Hehler der Banditen ist. Das habe ich auch gemeldet, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Nur, Moment. Wo sind sie? Banditenüberfälle? Genau, Lord Andreessen Kopfgeld auf den Hehler ausgesetzt. Das habe ich schon gemeldet. Das wundert mich, dass es hier noch steht. Habe ich ausprobiert, habe ich schon gemeldet. Ist ein Fehler im Tagebuch, aber was noch drin steht, ist, dass ich noch Hey, gar du! nicht mit Elbridge gequatscht habe. Hier. Ich habe einen Brief von deiner Lucia gefunden. Was? Gib ihn her! Nein! Das glaube ich einfach nicht! Nein! Ich kann das nicht glauben! Es kann nicht sein, dass sie mich einfach zurücklässt! Nimm den Brief wieder mit! Ich will ihn nicht! Ich glaube fest daran, dass sie eines Tages wieder zu mir zurückkommt. Ja, das wird sie ganz bestimmt tun. Nee, vermutlich nicht. Moment, habe ich denn mit dem Halvor gequatscht? Habe ich das denn? Ich weiß es gar nicht. Den habe ich schon gelesen, ne? Ja, das wissen wir, Halvor. Aber habe ich mit dem schon geredet? Ich dachte, ich hätte das getan. Ich dachte, ich hätte den schon der Stadtwache gemeldet. Oder bilde ich mir das jetzt ein? Ich habe was anderes gehört.
verwechsel ich da irgendwas. Schauen wir mal, ich habe hier Fernkampf. Das habe ich schon. Halvor. Nö. Geh bloß weg mit deiner Magie. Da steht kein Halvor. Dafür Schändler ist nicht da. Das heißt, ich habe den gemeldet, den Milizer den geschnappt. Und seltsamerweise steht es aber immer noch in meinem Tagebuch. Naja, was soll's. Gibt schon mal was. Genau. Ich brauche Mana-Tränke. Wie viel Geld habe ich denn? 2400 knapp. Das ist, glaube ich, mehr als genug. Ja, okay, es ruckelt noch ein bisschen, aber es ist deutlich besser als vorher. Ups, hier hinten eigentlich irgendwas? Ah, Lederbeutel, guck mal. Und sonst so? Bei den Kisten? Nö. Aber da kann man auf die Mauer hochklettern, ne? So wie das aussieht. Leider nicht von außen, weil sonst hätte ich das ja geschafft, ganz am Anfang. Oder... Nee, warte, Blitze. Hier will ich gar nicht hin. Wie gesagt, Halvor habe ich ja schon verpfiffen. Ich will zu Zuris. Denn der hat Mana-Tränke. So sieht's aus. Und dann zu Dexter. Dexter, dem Banditen. Häuptling. Zeig mir deine Ware. König. Wie auch immer. Nur 19 Stück. Die nehme ich doch alle. Kostet ja nichts. Und, wie sieht's mit Heiltränken aus? Wenn ich mich so mit Banditen anlege, könnte ich auch noch mal ein paar gebrauchen. Ich nehme mal 10 hiervon. Pack die wieder auf 15. Ups, das war ein Reiner. Ich dachte, das wäre der... Na egal. Bonus für maximales Mana 5 und maximale Stärke plus 3. Das könnte ich mir leisten. Das würde ich mir gerne leisten. Brauche ich aber gerade noch nicht. Aber das Elixier der Stärke leiste ich mir, glaube ich, damit ich ein bisschen besser kämpfen kann. Das ist ja interessant. Und ja, soll ich mich denn noch alles kümmern? Wenn ich schon mal hier bin und die ganzen Waffen habe, kann ich auch mal hier zum Waffenhändler gehen. Hä? Was? Ich glaube da nicht dran. Ich habe die Banditen erledigt. So? Das kann ja jeder erzählen. Hast du einen Beweis? Soll ich nochmal zurückgehen und in die Köpfe abschlagen? Nein, ich denke, das wird nicht nötig sein. Ich glaube dir. Damit hast du den Händlern und der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Harad wird zufrieden sein, denke ich. Okay. Zeig mir deine Ware. Stimmt, da war ja irgendwas... Es ist mir eine Ehre, dass ein Vertreter unserer heiligen Kirche sich für meine Waren interessiert. Vorhin war ich noch ein Sträfling aus der Kolonie, ne? Vor ein paar Folgen. Da war ja irgendwas mit Banditenüberfällen. Ja, da war was. Ich wusste es nur nicht mehr. Rostiger Zweihänder. Nee, meine Waffe macht, glaube ich, 60 Schaden. Also alles, was weniger als 60 macht. Außer natürlich die beste Einheitwaffe. Als Ersatz für alle Fälle kannst du haben. Alles bis auf einen Degen. Degen will ich auch mal behalten als Waffe. Das soll ziemlich gut sein. Ist auch ziemlich wertvoll. Degen der Banditen will ich behalten. Das sind meine Beweise. Und ansonsten... Ja, ein Gehstock ist eine Waffe, ne? Und eine Sichel und ein Schürhaken. Armbrüste und Bögen würde ich eher Boss verbringen. Ich glaube, das war's. Komm, eine Zange kannst du haben. Und eine Hacke und einen Hammer. Brauche ich alles nicht. Das ist mal wieder typisch. Genau. So. Und wenn ich dann... Ach komm, was soll's. Ich mache jetzt weiter. Ich komme bestimmt nochmal in die Stadt irgendwann. Früher oder später. Mana 30 von 50. Ist mir zu wenig. 10 Uhr. Ich hau mich mal kurz aufs Ohr bis mittags, um Mana und Leben wieder aufzufüllen. Ich hätte was anderes gemacht. Und dann mache ich einen zweiten Versuch in Richtung Dexters Turm. Das muss irgendwie klappen. Diesmal nehme ich ein anderes Bett. Einfach nur, weil ich es kann. Bis mittags. So. Na? Einfach nur, weil es geht. Den kürzesten Weg nach draußen nehmen. So. Ein Suchender ist weg. Den zweiten kann ich umgehen, indem ich direkt hinten rumlaufe. Schauen wir mal, was da noch so auf mich wartet. Dort ist, glaube ich, auch ein Innos-Schrein. Allerdings brauche ich die ja gerade nicht. Ist da noch ein weiterer Suchender? Kann ich hier beten? Ah, okay.
Die Innos-Statuen sind ein bisschen besessen. Wie man sieht, das ist der gleiche Effekt wie da, wo ich von dem Suchenden besessen wurde. Und da stehen Leute. Mit denen rede ich doch mal. Hey! Habt ihr... Malak? Da klingelt irgendwas. Auch diese Seele wirst du nicht mehr retten können, Magier. Er wird nie mehr zu den Seinen zurückkehren. Ja, Malak, der war was. Der war auf der Liste von Pyrokar. Ein Besessener von den Suchenden. Ja, renn so schnell du kannst. Ja, das tue ich doch. Damit ich den hier tun kann. So. Ui, der haut ganz schön rein für so einen Bauer. Okay, ich nehme alles zurück. Und ich bin Stufe gestiegen, cool. Und er hat einen Apfel dabei. Sehr gut. Und noch einen Almanach der Besessenen. Gut. War denn was mit Lederbeuteln? Ach nee, den habe ich gefunden in der Stadt, genau. So, ach, der lebt noch. Moment, er lebt ja noch. Soll ich ihn töten? Ich weiß es nicht. Oh Mann, mein Kopf. Soll ich ihn töten? Ich will erstmal einen Apfel essen. Warte mal. Du brauchst Hilfe. Ich will einfach nur nach Hause. Ich gehe zurück zu Bengar. Ich hoffe, dass er noch lebt. Ja, ja, klar. Wolf passt auf ihn auf. Okay, das hat geklappt. Ich habe mir doch so ein Stärke-Elixier gekauft, ne? Wo ist denn das? Da. Das hätte ich vielleicht vorher trinken sollen. Jetzt habe ich immerhin 44 Stärke. Hui, Malak. Ich stehe jetzt noch auf der Liste von den Pyrokar. Wo ist der denn, der Brief von Pyrokar? Der da. Fernando habe ich schon. Check. Vino ist tot. Malak. Genau, fehlt nur noch Brobenmoor. Das war der im Bordell, im Hafenviertel. Interessant. Ich halte mich jetzt erstmal wieder hoch. Mit ordentlich Zeug. Eigentlich kann ich auch Schinken essen. Damit der wegkommt. So, ich bin geheilt. Ich habe volles Mana. Ich habe 21 Lernpunkte. Was kann ich damit tun? Ich könnte... Ja, wie immer, ne? Ich könnte mich verbessern. Aber... wo sind die Bauern hin? Das waren doch gerade... Bauern. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links. So billig. So wenig drin. So viele Dietriche verloren. Ärgerlich. Bauern, wo seid ihr? Komm. Wo sind die Bauern hin? Die waren doch gerade noch da, oder? Hey! Bring mir das Jagen bei. Was willst du lernen? Ach so, nee, warte mal, will ich gar nicht. Blödsinn, wo sind die Bauern hin? Hat er die gefangen gehalten? Das ist doch Unsinn, da kann man doch durch. Und auf der anderen Seite raus. Keine Ahnung. Aber von hier komme ich auch nicht hoch. Es gibt da allerdings, wenn ich das richtig sehe, ein... Ach, da drüben ist eine Brücke. Und hier kann man auch rüber. Also vielleicht ist der Zugang ja weiter hier unten. Ne? Und geht dann über die Spalte drüber, der Weg. Könnte ja sein. Oh, ein Troll. Ein Troll. Aber hier ist doch gar kein Forum. Oh, noch ein Troll. Okay. Ich bin dann mal wieder weg. Und hier geht's irgendwie auch nicht hoch, ne? Geht's dann noch weiter außen rum? Das glaube ich ja nicht. Nee. Auf der anderen Seite wüsste ich, glaube ich, wenn es einen Aufweg gäbe. Oder? Den hätte ich doch schon gefunden. Oh, Drachensnapper. Yay. Ich gehe mal rechts rum. Und halte mich ein bisschen von denen fern. Auf die habe ich irgendwie keine Lust. Was gibt's hier? Eine Höhle? Nö. Okay. Drachensnapper.
Ein Suchender? Ist das da drüben ein Weg nach oben? Ja, da ist ein Weg. Hey, den kenne ich noch gar nicht. Da scheint es auch hochzugehen zum Turm, ne? Der schlängelt sich da so durch, scheinbar. Ist ja praktisch. Gute Sache. Das ging ja schnell. Hat ja fast nur eine Folge lang gedauert, bis ich das gefunden habe. So. Dann, genau, ich bin gelevelt. Ich könnte mich nochmal stärker machen, bevor ich mich mit dem Suchenden anlege. Sollte ich das tun? Ich kriege mein Mana nicht so weit hoch, dass ich dreimal zaubern kann. Ich könnte meine Zweihänder-Skills erhöhen. Ach, was soll's. Ich krieg den auch so. Ich habe jetzt ganz viele 50er-Mana-Tränke. Und die wären ja irgendwie Verschwendung, wenn ich jetzt plötzlich 75 Mana hätte, ne? So, da kriegt er mich nicht. Ich glaube, ich kann. Ja, ich kann seitlich laufen. Hab ich vorher noch nie benutzt, weil es auf WASD liegt, also auf A und D, um genau zu sein. Und ich habe wieder einen Pfeil lassen. Was deswegen ein bisschen unpraktisch ist, aber egal, es funktioniert. Es ist super genial hier an dieser Stelle. Genau. So, suchen da. Noch einmal, oder? Und der Rest geht in den Nahkampf. Zumindest, wenn ich mich vorher noch ein bisschen heile. Hier ist hin. Das müsste gehen. Ja, komm. Siehst du, geht doch. Immerhin hat er was zum Heilen dabei. Ich brauche aber erstmal wieder Mana. Und, ach komm, dann heile ich mich halt so hoch. 194, 244 und dann fehlen noch 45. 45 sind zufällig genau 4 von denen minus 3. Egal. Auf die 3 Punkte kommt es nicht an. Ja gut, also so langsam bin ich doch in der Lage, diese Suchenden platt zu machen, zumindest einzeln. Das freut mich. Das finde ich gut. Ich habe ein bisschen Angst, hier zum Banditenkönig zu gehen, zu Dexter. Kann ich da vielleicht hochklettern? Keine Ahnung. Das Gebüsch ist im Weg. Hey, nicht weiterlaufen. Ohne nach vorne zu schauen. Ich laufe hier mal lieber ein bisschen gemütlich. Hier scheint noch keiner zu sein. Ist hier jemand? Da drüben steht einer. Da steht einer scheinbar Wache. Und ein Suchender. Warum ist da ein Suchender bei denen? Was macht der denn hier? Das verstehe ich nicht. Soll mir das Angst machen oder so? Keine Ahnung. Kann ich darüber? Geht's da vielleicht außen rum? Stimmt, es waren ja zwei Wege, ne? Einmal über die Brücke. Und einmal hier hinten war ja auch noch so ein Felsübergang. Das hätte doch besser müssen. Siehst du mal, eine Wache. Ja. Das versuche ich nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.